Liebe Gemeinde hier in Geslau und in Vormitzfelden und wo immer Sie uns zuschauen, herzlich willkommen. Wir feiern Ostern trotz Corona, auch wenn wir nicht in der Kirche zusammenkommen können. Wir feiern Ostern, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja! Ihr Menschen kommt in Zelle, denn Christ, der begraben lag, brach heute aus seiner Zelle. So klingt es in einem neueren Osterlied. Wir hören das Osterevangelium, wie es beim Evangelisten Matthäus geschrieben steht, im 28. Kapitel. Als der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria Magdalena und die andere Maria, und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein. Seine Erscheinung war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erbebten aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht, den Gekreuzigten sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern: Er ist auferstanden von den Toten. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa, da werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern. Da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht, geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen, dort werden sie mich sehen. Ehre sei dir, Herr, Lob sei dir, Christus. Liebe Gemeinde, das wäre schön, wenn wir wüssten, wo dieses Galiläa liegt, unser Galiläa, das Land, wo sich das Leben zeigt von Neuem. Auferstehung, darauf hoffen auch wir. Belebung des sozialen Lebens, dass wir wieder zusammenkommen dürfen, dass wir uns wieder treffen dürfen und nicht mehr jeden Kontakt ängstlich vermeiden müssen. Eine Auferstehung und Wiederbelebung der Wirtschaft, ein Ende von Kurzarbeit, Freistellung und Arbeitslosigkeit, ein Ende von Betriebsschließungen, verbunden mit der bangen Frage: Wird mein Geschäft überstehen oder geht mein Betrieb zugrunde, verschwindet mein Arbeitsplatz? Eine Auferstehung von Schulen und Kindergärten, dass das Schuljahr noch irgendwie zu Ende gebracht werden kann und Abschlussprüfungen stattfinden können und es im nächsten Jahr weitergehen kann. Und natürlich auch eine Auferstehung des kirchlichen Lebens, dass wir wieder in unseren Kirchen zusammenkommen und Gottesdienst feiern dürfen, dass wir wieder mit gutem Gewissen auch Angehörige der Risikogruppen zu Veranstaltungen einladen dürfen. Aber einstweilen ist noch kein Land in Sicht. Ist noch nicht auszumachen, wo dieses Galiläa ist und wie wir da hinkommen. Aber vielleicht sind wir ja auch schon in Galiläa. Für einen Fuß zumindest. Manche Auferstehung ist in diesen Tagen schon geschehen oder geschieht gerade.
Vieles ist gewachsen an menschlicher Solidarität, an füreinander Sorgen und aufeinander Achten, an Rücksichtnahme, darauf, dass ein anderer gefährdet sein könnte, alte, durch Vorerkrankungen geschwächte, chronisch Leidende. Der Respekt für Pflegekräfte und Ärzte ist gewachsen, für die, die an vorderster Front stehen und oft mit mangelnder Schutzausrüstung selbst einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind. Verkäuferinnen im Supermarkt und Landwirte, die dafür sorgen, dass die Grundversorgung erhalten bleibt. Vielerorts wird diesen Helden des Alltags regelmäßig applaudiert oder der Dank in anderer Weise zum Ausdruck gebracht. Zu Recht, und hoffentlich findet dieser Dank dann auch nachhaltig Ausdruck in einer Anerkennung und Wertschätzung dessen, was all diese Menschen, was sie für uns tun. Und auch die seriöse Politik, möchte ich sagen, feiert eine Auferstehung. Die Stimme der Vernunft wird wieder besser gehört. Die Wissenschaftler, die sich bemühen, belastbare Prognosen zu erstellen, aus denen sich verantwortbar ableiten lässt, wie es weitergehen kann, wie eine Rückkehr ins normale Leben wieder möglich sein kann. Sicher, erst einmal in kleinen Schritten, vielleicht auch wie die Echternacher Springprozession, 3 Schritte vor, 2 zurück. Der Gegensatz zwischen guter und schlechter Politik und Verwaltung macht in diesen Tagen einen Unterschied von Tausenden oder Zehntausenden Toten. Und auch in der Kirche bewegt sich manches. Wenn die gewohnten Wege und Formen des kirchlichen und gottesdienstlichen Lebens nicht mehr gehen, werden viele neue Formen entdeckt und entwickelt und werden auch kleine Gesten und Zeichen ganz neu geschätzt. Zum Beispiel, wenn Menschen am Sonntag in der Kirche eine Kerze vor dem Altar anzünden und am Ende des Sonntags dann viele Kerzen dastehen und auch eine Form von Gemeinschaft zum Ausdruck bringen. Schön. Vieles wird neu entdeckt und entwickelt. Auch über das Telefon und Internet ist manches möglich. Diese Andacht und viele andere Andachten und Gottesdienste, die die Osterbotschaft zu den Menschen bringen. So viel Gottesdienst war noch nie in den Medien. Ja, wenn ich so darüber nachdenke, war es damals doch eigentlich auch so. Die Auferstehung betraf nicht nur Jesus, sondern auch seine Jünger und Jüngerinnen, die Jesus verloren hatten. Denn mit einem nahestehenden Menschen stirbt ja immer auch ein Stück von uns selbst. Mit Jesus war für seine Jüngerinnen und Jünger, die ganz auf ihn gesetzt hatten, die sich ihm vorbehaltlos anvertraut hatten, auch ihr eigenes Dasein sinnlos und leer geworden. Da kommt nichts mehr. Nur noch das Grab können sie besuchen und pflegen und die Erinnerung an das, was gewesen ist oder das, was hätte sein können, was sie erhofft und erträumt haben, diese Erinnerungen hegen. Doch am Ende dieser Geschichte sind sie wieder lebendig. Sie gehen hin und verkündigen anderen das Leben, wie der Engel ihnen befohlen hat, geht hin und verkündigt es meinen Brüdern. Und sie hören die freimachende und frohe Botschaft, fürchtet euch nicht. Es ist nicht mehr so wie vorher geworden. Jesus ist nicht wieder in der Weise lebendig geworden und zurückgekommen, wie sie ihn gekannt haben. Aber die Jüngerinnen und Jünger haben am Ende des Evangeliums die Gewissheit, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ja, also noch einmal die Frage, wann und wie werden wir unser Galiläa erreichen? Erst wenn wieder alles normal läuft? Oder wenn wir gelernt haben, als Einzelne und alle zusammen
mit der neuen Situation zu leben? Vielleicht anders als vorher, möglicherweise für immer anders, aber doch nicht ohne Mut und Zuversicht, nicht ohne Perspektive. Als Christenmenschen dürfen wir dem Leben vertrauen und dürfen wir auf den Herrn des Lebens hoffen. Wie es heißt, selbst wenn morgen die Welt untergeht, kannst du heute noch dein Apfelbäumchen pflanzen. Geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen, dort werden sie mich sehen. Gott schenke auch uns solchen Mut und solches Vertrauen. Er lasse uns fröhlich auferstehen. Amen. Lasst uns beten. Jesus Christus, du Sohn Gottes, du hast uns in deiner Auferstehung gezeigt, dass das Leben über den Tod siegt und das Licht über die Finsternis. Dafür danken wir dir. Wir bitten dich für uns, dass wir dir vertrauen auf unseren Wegen, gerade auch in unserer Angst und Not und in der Finsternis unseres Todes. Führe uns aus der Dunkelheit ins Licht. Wir bitten dich für die Kranken und Leidenden, für die Kranken, die an Corona erkrankt sind, für die, die um ihr Leben kämpfen und für die, die sich um sie bemühen und sie pflegen und für ihre Angehörigen, die um sie bangen. Wir bitten dich für die, die Angst haben, sich anzustecken und hoffen, dass dieser Albtraum zu Ende geht. Führe uns aus der Dunkelheit ins Licht. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für die, die um einen Menschen trauern, den sie geliebt haben, der sie geprägt hat und mit dem sie sich auch nach seinem Tod noch verbunden fühlen. Führe uns aus der Dunkelheit ins Licht. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für die, die in ungerechten Verhältnissen leben, für die Opfer von Kriegen, für die Menschen auf der Flucht, auf der Suche nach einem Ort, an dem sie in Sicherheit und Würde leben können. Führe uns aus der Dunkelheit ins Licht. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für uns und bringen dir unseren Glauben und unsere Fragen. Gib uns Gewissheit, dass du lebst und dass die Finsternis des Todes besiegt ist. Führe uns aus der Dunkelheit ins Licht. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Amen. Und ich lade Sie ein, mitzubeten, wie es Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Friede sei mit euch allen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch und aller Welt seinen österlichen Frieden. Thank you.
Gemeinde. Diese Andacht haben wir für Sie am vergangenen Montag aufgenommen. Ich danke Anna Wiemer, die die Aufnahme gemacht hat, und Thomas Schwembauer für die Musik. Wenn Sie am Ostersonntag, wenn dieses Video online geht, unsere Kirche besuchen, wird die neue Osterkerze brennen. Sie können auch dann eine kleine Osterkerze entzünden und das Osterlicht mit nach Hause nehmen oder auf ein Grab stellen oder hier in der Kirche vor den Altar stellen. Am Ostermorgen um 6 Uhr läuten die Glocken und erinnern an die Stunde der Auferstehung, ebenso zur gewohnten Gottesdienstzeit. Es erklingt vom Turm der Choral Christ ist erstanden. Und um 12 Uhr werden im ganzen Land in ökumenischer Verbundenheit die Glocken läuten und Ostern verkünden, auch hier bei uns. Ich wünsche Ihnen gesegnete Ostern und bleiben Sie gesund. Musik.